Moin. Moin. Oh, das klappt ja sehr gut. Ja, ich habe überlegt, wie mache ich die Ankündigung, wie versuche ich es euch möglichst ganz vorsichtig zu sagen, ohne gleich jeglichen Respekt zu verlieren. Ich bin nämlich auch nicht nur Bühnenautor, sondern auch noch Lehrer. Schwierig, ich weiß. Im Grunde ist aber das Gleiche, Bühnenautor und Lehrer zu sein. Ich stehe im Grunde immer vor ganz vielen Menschen, viel zu vielen Menschen und mache mich immer hier vorne zum Volltrottel. Ja. Aber es wäre richtig cool, wenn mal in der Schule das auch so wäre, dass mich irgendjemand ansagt, vielleicht die Schulleiterin, Achtung, jetzt kommt ihr Lehrer, Dominik Erst. Und dann Nebel und die Klasse applaudiert. Aber ich glaube, das bleibt ein kleiner Traum eines Lehrers. Deswegen eben die Bühne. Ja, ansonsten braucht ihr keine Angst haben. Alles, was ich jetzt erzähle, müsst ihr euch nicht aufschreiben. Und wir schreiben auch keinen Test darüber. Ansonsten kurz, wo ist Florian? Florian, mal melden. Florian? Ja, Florian, da, genau da hinten. Du hast heute Klassenbuchdienst, ne? Bitte nicht vergessen nachher. Okay, ansonsten, ja, ich habe als Gymnasiallehrer gearbeitet, ich habe als Grundschullehrer gearbeitet, ich war sogar schon mal im Kindergarten als Zivi, ich habe also mit ganz vielen Kindern gearbeitet und habe da mal ein lustiges Buch drüber geschrieben und gerade in der Grundschule passierten irgendwie lustige Dinge, deswegen habe ich ein Buch über die Grundschule geschrieben und ja, was soll ich noch zu sagen? Alle Namen sind natürlich ausgedacht, um die Kinder zu schützen. Und ich habe irgendwie auch meinen eigenen Namen geändert, obwohl das überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber naja, das Buch heißt Ole Svensson, komischerweise, und die Klasse 1C. Ein paar Sachen sind natürlich übertrieben, ein paar sind passiert. Ich glaube, ihr werdet den Unterschied erkennen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Svensson, antwortet die Klasse. Die gute Nacht, Herr Dumpfbacke-Sprüche aus den ersten Tagen sind nur noch vereinzelt zu hören. Dann meldet sich ein Mädchen. Ich weiß leider ihren Namen gar nicht. Versuche ich die Zeit zu überbrücken und suche schnell meinen Sitzplan. Was ist denn Moritz? Frage ich das ohne den geringsten Zweifel an meiner Aufzeichnung. Hä? Ich bin nicht Moritz, sagt das Mädchen. Das kann ja jeder sagen, behaupte ich trotzig. Hä, aber ich bin Moritz, sagt Jenny. Nee, du bist Jenny, kontere ich. Hä, nein, ich bin Jenny, sagt... Okay, hier scheint wirklich etwas nicht zu stimmen. Ja, wer bist du dann, frage ich das Mädchen, das wohl doch nicht Moritz ist. Ich bin Kathi, Herr Svensson. Ah ja, und warum sitzt du dann da, wo sonst Moritz sitzt, frage ich Kathi. Weil Paul auf meinem Platz sitzt. Ich verfolge meinen Sitzplan, der immer noch gewisse Rückschlüsse zulässt. Ja, und warum sitzt du nicht hier vorne, Paul? Weil Sarah stinkt. Die Klasse lacht, auch ich kann mir ein Schmunzeln kaum verkneifen, erkenne aber den Ernst der Lage und bleibe professionell. Na, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Entgegne ich und mehr kann und will ich auch nicht zur Verteidigung von Sarah tun. Es ist ein bisschen gemein, ich weiß, aber Sarah war ein Mädchen, das sich gerne mit Knoblauch eingeschmiert hat, um Vampire irgendwie vor sich wegzuhalten. Ja, ja. Dann meldet sich Kathi. Ja, Kathi, ich muss mal. Oh. Na gut, nur dieses eine Mal noch. Als ob ich beim nächsten Mal standfester werde. Kathi geht und kommt wieder. So, dann erzählt mal, wie euer Wochenende war. Halt, einer nach dem anderen, ja? Malte, fangen wir mal bei dir an. Also an dem einen Tag gab es Pfannkuchen und an dem anderen Tag gab es früh Schokomüsli und ein Hackbällchen. Sagt der hungrige Malte. Ah ja, das klingt doch nach einem gelungenen Wochenende. Und bei dir, Paulchen? Bei mir gab es auch Pfannkuchen, Herr Svensson. Bei mir gab es auch Pfannkuchen. Oh, na, wir wollen aber nicht nur über das Essen reden. Was habt ihr denn so erlebt? Ja, Ida? Die jüngste von allen macht sich ganz groß auf ihrem Kissen. Ach, Herr Svensson, ich habe was ganz Tolles mit Mutti gemacht. Wir waren im Tierpark und ich habe die kleinen Ziegen gestreichelt, piepst Ida stolz. Na, das klingt doch wirklich schön, entgegne ich lächelnd. Das kann Lisa nicht auf sich sitzen lassen. Ich habe auch die Ziegen gestreichelt. Ich auch, ruft Ronja. Ich zuerst, ruft Moritz. Ich habe auf die Ziege sogar gereitet, echauffiert sich Jenny. Du meinst, ich bin auf der Ziege geritten, sage ich. Ach, du auch? fragt Jenny erstaunt. Ich schüttle den Kopf. Ja, will sonst noch irgendwer irgendwas über sein Wochenende sagen? Frage ich. Mein Hund hat meine Hausaufgaben aufgegessen, ruft Finja. Ich habe euch doch gar keine Hausaufgaben aufgegeben, sage ich. Ja, du hast doch gar keinen Hund, motzt Paulchen. Petze, verteidigt Lisa ihre Freundin. Spiegelbild, ruft Paulchen und macht eine merkwürdige Handbewegung.
Selber, da lachen alle Kälber, antwortet Lisa wortgewandt. Und der ganze Bauernhof und du bist doof, kontert Paulchen. Ha, heute ist Umkehrtag, triumphiert Lisa. Bin geimpft, gibt Paulchen nicht klein bei und verknotet die Finger. Fingerknoten gilt nicht am Umkehrtag, piepst Ida stolz. Die Diskussion wird allmählich zur Volksdebatte, doch zum Glück gibt es da immer noch den kleinen Eiki, der plötzlich aus dem Nichts einen Schluck aufbekommt, woraufhin alle lautstark lachen müssen. Nur Arne lacht nicht, aber der sitzt auch neben Sarah. Ich hab auch die Ziegen gestreichelt, ruft Malte plötzlich völlig aus dem Zusammenhang. Alle blicken erstaunt an. Malte selbst blickt rein, als hätte er bereits vergessen, dass er was gesagt hat. Dann beißt er wieder in sein Radiergummi. Kathi meldet sich. Ja, Kathi? Ich habe mich nicht gemeldet, ich habe nur eine Fliege verscheucht, Herr Svensson. Oh, okay, ach so. Ich habe auch die Ziegen gestreichelt, sagt Malte erneut. Okay, sonst noch was, frage ich. Ja, wie finden Sie meine neue Haarspange, Herr Svensson? Fragt Jenny. Jenny, melde dich bitte, wenn du eine Frage hast. Jenny meldet sich. Ja, Jenny? Hab's vergessen. Was? Du hast vergessen? Du wolltest mich doch gerade nach deiner Haarspange fragen, oder? Nee. Hä? Na gut, dann eben nicht. Paulchen meldet sich. Ja, Paulchen, die Fliege ist jetzt bei mir, Herr Svensson. Oh, und was soll ich da jetzt machen, frage ich. Nichts, Herr Svensson, sagt Paulchen. Ja, warum meldest du dich dann? Ja, mich doch gar nicht gemeldet, hat doch nur die Fliege verscheucht, sagt Paulchen. Arne meldet sich. Hast du auch eine Fliege? Arne schüttelt den Kopf. Na, dann nimm doch deine Hand herunter. Ach ja? Arne nimmt die Hand herunter. Ich wollte dir doch nur was erzählen, sagt Arne. Ach ja, sag ich? Dann kannst du dich auch melden, oder? Dankeschön.